Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo. Wir freuen uns so sehr, dass du da bist und wir wollen gleich mit dir durchstarten. Und zwar wirst du hier alles finden rund um das Thema Immobilien. Genau, dazu möchten wir uns gerne mit euch austauschen und mit euch gemeinsam eine Plattform bilden, die es Immobilieninteressierten möglich macht, sich gegenseitig auszutauschen. Genau, connectet euch auch gern untereinander. Dafür haben wir hier unseren super coolen Instagram-Channel, Appledorn Immobilien, oder unsere Facebook-Gruppe, Appledorn Immobilien. Ich verlinke euch alles unten nochmal in die Shownotes. Schön. Ja, danke Annabelle. Jetzt die Frage an dich. Was wollen wir den Leuten bieten? Genau, wir haben ganz viele Anfragen bekommen auf unseren Kanälen, ob wir nicht auch so 1:1 Coaching machen könnten, ob wir mal ein bisschen unser Wissen preisgeben können. Ich habe Umfragen gemacht und es kam raus, ihr wollt mehr wissen zum Thema Immobilien. Ihr seid richtig gespannt und wir haben auch mittlerweile das Gefühl, dass das Immobilienthema so richtig heiß ist und nicht nur unter Immobilieninvestoren, sondern auch wirklich mittlerweile bei so gefühlt jedermann angekommen ist. Warum? Warum? Ja, warum? Wir haben niedrige Zinsen, die Banken haben momentan eine absolut expansive Politik, es wird viel Geld auf den Markt geschossen, die Angebote sind rar geworden im Immobilienbereich und momentan redet ja so gefühlt jeder über Immobilien. Jeder investiert irgendwie noch nebenbei in Immobilien, liegt natürlich auch an der Inflation und an Corona, die Leute haben Angst, wohin mit dem Geld. Und ja. Genau, wir haben allerdings auch schon vor einigen Jahren angefangen, mittlerweile vor 5 Jahren. Und damals war das im Prinzip zwar auch schon gefragt da, aber es hat nicht jeder drüber gesprochen. Es ist heute ein anderer Markt, eine andere Zeit. Heute gibt es größere Chancen denn je. Viele Leute denken, wenn die Immobilien rar sind, dann hat man auch keine Investmentchancen mehr. Das sehen wir anders. Wir haben allerdings auch festgestellt, dass immer wieder schwarze Schafe im Coaching-Bereich sind, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, hey, wir sind deine neuen Coaches. Wir zeigen dir jetzt, wie du zum Millionär wirst. Und zwar in 2 Tagen. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass wir in erster Linie ein Wissensforum schaffen wollen. Das heißt, wir wollen die Leute auch davor bewahren, leichtsinnig, leichtfertig irgendwelche falschen Investments zu tätigen. Deswegen wollen wir euch aufklären, wir wollen eure Fragen beantworten. Wir wollen von Investoren für angehende Investoren oder für Immobilieninteressierte, die vielleicht irgendwann erst investieren, eine Plattform bieten, wo wir uns austauschen, in erster Linie, wo wir uns wirklich auch kostenlosen Content liefern, weil wir das Gefühl haben, dass es immer mehr Leute gibt, die versuchen, einen schnellen Groschen zu verdienen und das auf Kosten von anderen Menschen und das wollen wir hiermit verhindern und wir freuen uns unheimlich, gell Annabelle? Wir freuen uns auf extrem, wir machen hier Solo-Folgen, das heißt, ihr bekommt hier unser geballtes Expertenwissen aus unserem Immobilieninvestorenleben der letzten 5 Jahre. Aber genauso werden wir Experten einladen, mit ihnen sprechen und wir haben richtig Lust, mit dir zu sprechen aus der Community. Wir möchten deine Geschichte hören. Also wir sind da komplett offen und freuen uns auch einfach auf eine richtig coole Zeit. Also wenn ihr irgendwelche Do's und Don'ts habt, also irgendwelche Erfahrungen mit Immobilien, wo ihr sagt, ey, davor möchte ich andere bewahren, das war mein bestes Investment, was ich je getätigt habe, warum macht das nicht jeder? Dann meldet euch gerne bei uns. Annabelle und ich, wir versuchen dann so gut wie möglich eure Fragen zu beantworten. Ansonsten werden wir auch noch Content liefern, indem wir uns mit anderen Investoren austauschen, mit anderen normalen Menschen, die vielleicht auch noch kein Investment haben. Und unser Ziel ist es, dich noch näher an dein erstes oder vielleicht an dein 5. oder 10. Investment ranzuführen und dich vielleicht vor einigen Fehlern zu bewahren, die du sonst gemacht hättest, die wir vielleicht auch gemacht haben. Vielleicht zu uns nochmal unser erstes Investment vor 5 Jahren. Das war nicht alles so reibungslos, wie das jetzt rüberkommt. Wir haben mittlerweile einen Bestand von über 10.000 Quadratmeter vermietete Wohn- und Gewerbefläche aufgebaut. Und wenn man das dann so hört, dann denkt man oft, ja, ach, das war doch bestimmt so einfach. So jung und spritzig, wie sie da sitzen, war das bestimmt alles ein Selbstläufer. Das war es nicht. Aber auf die Reise wollen wir euch mitnehmen. Die Story wollen wir euch auch nicht allzu lange vorenthalten, wie wir begonnen haben. Falls euch das jetzt total brennend interessiert, dann schreibt es uns drunter oder schreibt uns gerade eine Nachricht, wenn ihr unsere erste Story zum Beispiel erfahren wollt, wie man beginnt mit Immobilien, wie startet man, wie viel Eigenkapital braucht man. Warum überhaupt Immobilien vielleicht? Ist auch das eine richtige Frage? Oder wie überzeuge ich die Bank? So wirklich die wichtigsten, knackigen Tipps. Und ich würde sagen, let's get this thing started. Genau so machen wir es. Wir freuen uns auf euch.
und auf eine gute Zeit im Immobilienforum Apeldoorn. Na, tschüss.